Svadhyayasana, wörtlich die Stellung des Selbststudiums, ist ein älteres Asana, also ein Asana, was in alten Texten wie folgt beschrieben wird. Komme zur Zehenspitzenstellung, du sitzt also auf den Zehen und halte die Knie zusammen. Dann bringe die Hände vom Brustkorb zusammen und schaue entweder ruhig und gerade nach vorne oder schließe die Augen. Diese Stellung ist eine Stellung des Selbststudiums. Vermutlich ist es eine Stellung, die dir helfen soll, wach zu bleiben, während du längere Texte studierst, die voller tiefer religiöser Unterweisung sind.